Hallo zusammen, ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video. Im heutigen Video würde ich euch gerne ein paar Tipps geben, wie ihr die passende Peripherie zu eurem Brennford-Computer findet. Dabei liegt der Fokus hauptsächlich bei den Monitoren. Wie die PCs kann man auch Monitore in verschiedene Anwendungsbereiche unterteilen. Es gibt hier Office, grafische Anwendungen, sprich Foto- und Videobearbeitung, sowie Gaming. Zu der Kategorie Office gibt es nicht viel zu sagen. Ich würde mindestens einen Full-HD-Monitor mit 60 Hz empfehlen und aber eine Grösse von 24 Zoll. Für grafische Anwendungen lohnt es sich darauf zu achten, dass ihr einen Monitor mit höherer Farbtreue habt, eine höhere Auflösung nehmt, sprich 2 oder 4K, je nachdem mit was für Content ihr arbeitet, und auch wieder eine Bildwiederholrate von mindestens 60 Hz. Gute Erfahrungen haben wir mit den Monitoren von den Marken ISO und BenQ gemacht. Im Bereich Gaming kann man das nicht so allgemein sagen. Dort hängt es auch sehr stark davon ab, welche Kategorie von Gamer spielt. Für Kategorie Shooter, wie zum Beispiel Counter-Strike, Valorant, Overwatch etc., ist die Auflösung in der Regel etwas weniger wichtig. Full HD reicht in den meisten Fällen. Was allerdings wichtig ist eine hohe Bildwiederholrate. Wir empfehlen hier 144 Hz aufwärts sowie eine tiefe Reaktionszeit, sprich 1 Millisekunde oder weniger. Für Flugsimulatoren und Racing Games wie zum Beispiel der MSFS 2020, Assetto Corsa, Formel 1 etc. empfehlen wir einen Curved Ultrawide Monitor mit höherer Auflösung und mindestens 60 Hz. Für Story Games wie zum Beispiel Witcher, Cyberpunk, Assassin's Creed Valhalla etc. empfehlen wir einen Ultrawide-Monitor mit höherer Auflösung und mindestens 60 Hz oder einen 4K-Monitor mit mindestens 60 Hz. Für Aufbau- und Strategiespiele wie zum Beispiel Anno 1800, Cities Skylines, Age of Empires etc. empfehlen wir mindestens einen 2K-Monitor mit 60 Hz. Für den Gaming-Bereich empfehlen wir generell Monitore von den Marken Asus, AOC oder Samsung. Da ich persönlich sehr viele verschiedene Kategorien von Games spiele, habe ich mir beim Monitor so ein Mittelmaß ausgewählt. Und zwar ist das ein 2K-Monitor mit 144 Hz und einer Millisekunde Reaktionszeit. Bei der restlichen Peripherie, sprich Mäuse, Tastaturen, Headsets etc., ist es relativ schwierig, eine Empfehlung abzugeben, da jeder seine eigenen Präferenzen hat. Ich zum Beispiel habe ein Corsair Gaming Keyboard, ein Logitech Wireless Gaming Mouse und ein HyperX Wireless Gaming Headset. Wenn ihr euch fragt, welche Peripherie zu eurem Brennford PC passt, helfen wir euch gerne weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da.